Manchmal komme auch ich hier bei meinen Tests auf die dümmsten Ideen, einfach mal Produkte miteinander zu mischen, mal Produkte komplett zweckentfremden. Bei dem Produkt habe ich weniger zweckentfremdet, als einfach mal das Anwendungsgebiet etwas verschoben. Wir schauen uns heute mal eine Glasversiegelung an, speziell hier das Miracoat Zero. Und wir wenden es mal auf eine Oberfläche an, die eigentlich nicht dafür gedacht ist. Das Material bleibt zwar gleich, aber der Ort verändert sich. Ich habe das hier schon für euch getestet. Es ist eine absolut mega starke, wenn nicht die stärkste Glasversiegelung, die ich so bisher in meinem Autopflegeleben gesehen habe, an den Seitenspiegeln. Aber wir haben ja im Testvideo gesehen, das Produkt hat einen riesengroßen Nachteil. Es ist einfach so chemisch aufgebaut, dass es bei der geringsten Berührung sofort von der Oberfläche entfernt wird. Das heißt, mit dem Mikrofasertuch einmal mit Glasreiniger drüber waschen, komplett alles weg. Waschhandschuh, alles weg. Selbst mit dem Finger könnt ihr das Miracoat Zero sofort entfernen. Und ich habe mich eigentlich schon lange gefragt, was passiert denn, wenn man das Produkt auf die Frontscheibe macht und das als Frontscheibenversiegelung nutzt und ganz klar dann natürlich nicht den Scheibenwischer anmacht und auch jetzt nicht in den nächsten Wochen damit wäscht. Und ich habe es für euch ausprobiert. Schaut euch jetzt dieses Video unbedingt an. Ich habe so lange überlegt, darüber ein Video zu machen, habe es aber einfach zeitlich nicht geschafft und jetzt habe ich hier auf meinem Audi einfach mal diese Sache ausprobiert. Die Bilder sind unglaublich, es ist wirklich so, es lässt sich einfach nicht beschreiben. Ihr müsstet das eigentlich zu Hause selbst ausprobieren, aber ganz großes Aber, macht es nicht. Ich habe es für euch ausprobiert, schaut euch das an, macht es bitte nicht zu Hause nach. Ihr werdet jetzt im Video sehen, warum. Viel Spaß hier mit der besten Scheibenversiegelung, die aber ein Problem hat, sie hält nichts aus. So, dann schauen wir uns das mal an hier, das Miracoat Zero, absolut nicht geeignet für die Frontscheibe, also jedenfalls nicht laut Hersteller. Und ich schüttle das nochmal durch, habe jetzt alles drumherum komplett abgeklebt und nur hier so ein Fenster gemacht und hier unten auch nochmal ein Tuch geklebt, wo praktisch die Versiegelung reinläuft, die nach unten läuft, weil das wird ja nicht auspoliert, sondern ganz einfach nur hier auf der Scheibe verteilt und läuft dann wie so ein Film nach unten. Und normalerweise versiegelt man damit so seine Rückfahrkamera oder seine Seitenspiegel und die haben bloß so eine kleine Fläche, wenn man es mal in Relation setzt. Und jetzt habe ich hier so eine Riesenfläche. Und ich wäre bestimmt, und das mache ich nur für euch Leute, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr hier einen Daumen nach oben da lasst, für dieses Experiment. Ich will es einfach mal ausprobieren, weil die Wirkung ist absolut wahnsinns beeindruckend. Also ich kenne kein Versiegelungsprodukt für Glas, was so einen starken Effekt hervorruft. Und deswegen testen wir es mal aus. Ich fange mal hier oben an und versuche mal irgendwie eine Technik zu finden. Der Verbrauch ist mega hoch. Aber es entsteht ein geschlossener Film. Also Leute, macht es bitte nicht zu Hause nach. Ich mache es nur für euch. Ich habe jetzt, denke ich mal, also die Hälfte ist auf jeden Fall versprüht. Ja, ich würde mal ungefähr die Hälfte schätzen. So, und hier unten lassen wir jetzt schön hier das Tuch einziehen, damit es mir nicht irgendwie irgendwelche Teile läuft. Lack hat auch nichts abbekommen. Ich habe eine komplett geschlossene Decke. Ja. Hier läuft auch nichts drauf. Hier wird auch alles abgedeckt. So, und das muss jetzt 2 Stunden in Ruhe aushärten. Und in der Zeit habe ich für euch mal ein paar Bilder aufgenommen. Und da sieht man ganz deutlich jetzt hier am Anfang alles noch komplett nass, nichts abgelüftet. Und jetzt geht es langsam los. Seht ihr das? Wie dieser weiße Schlierenfilm entsteht, so richtige milchige Schicht, wird jetzt noch hier richtig heftiger. Oben am Rand seht ihr, dass ein richtiger Schleier zurückbleibt. Und jetzt hier beim nächsten Bild seht ihr auch, dass es das wirklich einen krassen Unterschied gibt. Also, ihr werdet sehen, ob man das später noch durchschauen kann oder nicht. Hier, letztes Bild, bevor es wieder ins Video weitergeht. Ja, vom Verlauf her schön zu beobachten. Es sind jetzt ca. 20 Minuten vergangen und ich denke mal, ihr könnt den Unterschied jetzt schon erkennen. Also hier zieht sich jetzt noch dieser Film langsam zurück. Ich werde jetzt aber trotzdem schon hier die ganzen Tücher wegnehmen, weil jetzt nichts mehr flüssig ist. Es ist nur noch dieser leichte Film, der abdüftet. Und die Tücher muss ich jetzt leider alle in die Waschmaschine stecken. Das ist hier schon der nächste Nachteil. Also, ihr seht, ich habe hier höchste Sicherheitsmaßnahmen für mein Fahrzeug eingesetzt, damit ich mir nichts auf den Lack mache und nichts auf die Türgummis. Und wir sehen ganz klar, dass jetzt hier so ein unschöner, ekliger, milchiger Film entsteht, oder? Seht ihr das? Hier ist so ein richtiges Fenster auf dem Fenster. Und mal schauen, ob man überhaupt noch ordentlich durchschauen kann.
So sieht das jetzt von vorn aus, als hätte ich eine Folie auf meine Scheibe raufgeklebt. Also, das ist krass, was es hier für einen Unterschied macht. Und ihr seht dann noch den Rest, der ablüftet. Ich setze mich jetzt mal ins Fahrzeug rein und schau mal, ob man hier noch vernünftig überhaupt durchschauen kann. Weil das wäre ja schlecht, wenn ich hier während der Fahrt nichts mehr sehe. Okay, ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall bei normalem Licht wie hier jetzt. Es ist wahrnehmbar, wie so ein leichter Schleier, aber es ist auf keinen Fall so, dass ich nichts mehr sehe. Es wirkt alles so ein bisschen, als hätte ich so eine milchige Brille auf, aber es hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Von außen sieht es schlimmer aus, als wenn man hier so durchschaut. Sorry, wenn es ein bisschen knarzt, hinten der Einkauf ist noch im Kofferraum. Und ihr seht das auch hier schön, also es ist überhaupt keine Chance, irgendwie Wasser auf die Scheibe zu bekommen. Hier, vor allem im LKW durch den Spray. Und auch hier, jetzt kommt wieder ein schöner Regen dazu. Und ihr hört das, aber es landet nichts auf der Scheibe, gar nichts. Ich sehe nur, wie die Tropfen hier aufprallen und sofort von der Scheibe weg sind. Also das ist ein richtig übler Effekt. Das hätte ich niemals gedacht, dass das so krass ist. Und wir fahren auch nochmal jetzt, wie gesagt, auf die Autobahn. Also es regnet jetzt und das sieht man auch schön auf der anderen Scheibenseite. Und jetzt schauen wir auch nochmal, dass wir hier in den Spray reinkommen. Schon, also es ist überhaupt keine Chance, dass hier irgendwie sich Wasser auf der Scheibe festsetzt. Ich brauche theoretisch, wenn diese Versiegelung jetzt ein Jahr halten würde, bräuchte ich absolut keine Scheibenwischer mehr gefühlt. Also das ist schon ein sehr, sehr beeindruckendes Ergebnis. Aber wie gesagt, Nachteile, ultra empfindlich, einmal Scheibenwischer an und aus und das war's. Oder einmal fliegt hier was dagegen. Der riesengroße Nachteil an der Sache. Leider, leider, ich schaue mal hier, dass ich in den Spray reinfahren kann. Natürlich nicht zu weit auffahren, ganz klar. Muss ja alles nicht sein. So, jetzt haben wir hier den Spray von den ganzen Fahrzeugen vor uns. Und es bleibt halt einfach gar nicht, als würde vor mir kein Auto fahren. Ich habe den kompletten Durchblick hier. Verrückt, also Wahnsinn. Aber halt einen sehr, sehr ekligen Film auf der Scheibe. Das ist leider das Problem. Gut, ich wechsle mal hier die Fahrbahnseite, fahre nochmal runter, wieder auf die Autobahn rauf und dann fahren wir wieder nach Hause. Ja, und hier vorne haben wir jetzt einen schönen Spray, einen schönen Regen. Ja, oh, hier kommt noch mal ein bisschen was, sehr, sehr schön. Und hier kommt jetzt, wir haben jetzt richtig schön Regen, ich denke mal, ihr hört es auch auf dem Ton. Und rechts habt ihr die Scheibe, wie es normalerweise aussehen würde. Also schöne, schöne Sache. Also wir haben hier jede Menge Spray von dem BMW vor uns, von den LKWs. Es ist einfach überhaupt nichts auf der Scheibe. Und ich nehme euch jetzt extra mal ein Stück länger mit hier, damit ihr auch einen Eindruck bekommt von der ganzen Sache. Und schwenkt mal bitte nach rechts. Ja. Und da siehst du schön, also wie milchig, oder sag mal, nicht wie milchig, sondern wie viel Wasser da dann am Ende drauf liegt. Das ist schon krass. Ah, festhalten. Gefühlt gar nicht aufprallen. Das ist einfach krass. Also jetzt wird sicherlich der Audi auch noch mal rausziehen hier. Ja, oh, jetzt haben wir es noch mal richtig schön. Perfekt. Schöner Spray, viel, viel Regen. Oh, jetzt kommt es auch hier auf die Scheibenversiegelung, knallt drauf, aber es passiert einfach überhaupt nichts. Und schaut euch mal, schwenkt mal nach rechts. Schaut euch mal hier drüben die Scheibe an. Total dick mit Wasser drauf. Also verrückte Sache. Jetzt testen wir nochmal hier die Scheibenwischer, dann schauen wir mal, ob das sich hier alles löst. Und ich glaube, ja, versuchen wir noch ein bisschen näher ranzufilmen. Ja, also ich glaube, jetzt sieht man schon, ja, es wird nicht so 100% gleich zu erkennen sein, aber man sieht schön, Scheibenversiegelung kaputt. Es ist noch nicht 100% kaputt, aber wenn es hier ein bisschen regnet, ja doch, da sieht man. Also da kommen auf jeden Fall die ganzen Wassertropfen, bleiben drauf liegen. Und nochmal eine zweite Runde. Ja, also die zerreibt es dann ruckzuck. Leider
Aber ich denke mal, das war eine schöne Sache, ein schönes Experiment für euch. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank an meinen Kameramann. Und kannst du noch mal ein paar Bilder aufnehmen hier von der Scheibe? Ja, jetzt geh doch mal schön hier ran. Ja, jetzt sieht man es schön. Ein Stück weiter runter. Jetzt kann man es noch mal schön sehen. Ich bleibe mal hinter dem LKW. Genug Abstand. Ja, jetzt sieht man es schön. Also jetzt versagt die Versiegelung. Mal hier rüber. Ja, jetzt ist er kaputt. Seht ihr das? Also da kommt dann schon richtig, richtig viel Spray und der bleibt noch auf der Scheibe liegen. Alles klar, Leute. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.